Hey, was glaubt ihr eigentlich, wie viele Kameras es in einer Großstadt gibt? Also wenn man sich von A nach B bewegt, gefühlt an jeder Ecke ist doch irgendwo vielleicht mal eine Kamera stehen. Also ich meine Banken, Supermärkte, überall sind Kameras. Jetzt sollen noch ein paar dazukommen in Wien im öffentlichen Raum. Der erste Wiener Gemeindebezirk soll ein paar Kameras mehr bekommen. Aber die sollen nicht die Menschen überwachen, sondern die Autos. Wer kommt hier rein, wer fährt hier rein, wieso und wann? Das Ganze hat ein Ziel, nämlich die Verkehrsberuhigung in übervollen Straßen der Wiener Innenstadt. Ja, gut, ne? Aber die Frage lautet jetzt, was passiert denn dann mit den Daten? Ja, Hannes Stummer von der NGO Epicenter Works hat da zum Beispiel große Bedenken und das, ja, sagt er dazu. Im ersten Bezirk sind sehr viele wichtige Regierungsgebäude und dort finden natürlich auch die ganzen Demonstrationen statt. Und wenn jetzt dort Kameras aufgestellt werden, dann fühlen sich die Leute natürlich beobachtet. Das kann natürlich einen erheblichen Chilling-Effekt bewirken. Es kann dazu führen, dass Leute sich nicht mehr öffentlich äußern zu wichtigen gesellschaftlichen Themen. Und gerade bei kritischen Themen, wie es bei Demonstrationen oft der Fall ist, wäre das sehr wichtig. Zur Einordnung: Chilling-Effekt bedeutet in diesem Fall, dass DemoteilnehmerInnen durch die Kameras das Gefühl von Überwachung verspüren und als negative Auswirkung gar nicht mehr an den Demonstrationen teilnehmen. Die Neuerung soll jedenfalls vor allem dazu dienen, den Verkehr im ersten Bezirk zu entlasten. Vom Verkehrsministerium wollte dazu niemand in einem Interview Stellung beziehen. Das Klimaschutzministerium begrüßt innerstädtische Verkehrsberuhigungen, betont aber, dass für die Akzeptanz in der Bevölkerung dem Datenschutz höchste Priorität einzuräumen ist. Das Kabinett Gewessler räumt ein, dass es derzeit für das Projekt keine Rechtsgrundlage gäbe. Vor 2 Jahren hatte es unter Rot-Grün ein anderes Beruhigungskonzept für den ersten Bezirk gegeben, das gerade einmal ein Achtel gekostet hätte und auch ohne Kameras auskommt. Warum man jetzt geneigt ist, dem neuen Konzept zu folgen, kann Hannes Stummer nur mutmaßen. Also das ist schwer zu beantworten, außer mit politischen Motiven, weil rein von den Fakten her wäre eindeutig die günstigere Lösung zu bevorzugen.